Hey Fitness Community, willkommen zurück oder herzlich willkommen zu dem zweiten Teil Bauchbeine Po ohne Zero Nada Gewichte. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß dabei und wir kommen natürlich erstmal wieder zu einer kleinen Aufwärmphase. Das bedeutet, wir nehmen jetzt eine Übung mit, die auch an den ersten Teil sehr, sehr gut passt. Und zwar einfach mal Toy Soldiers. Say Captain, say what? Schön hoch mit dem Bein und natürlich hier einmal den Captain. Hand an den Kopf, Ellenbogen weit nach hinten führen. Sehr schön, so ein kleines bisschen laufen auf der Stelle und dann hoch mit deinem Fuß. Ready for some action, jawohl. So, im ersten Teil haben wir schon einige Übungen gemacht und die waren natürlich auch sehr effektiv. Und die kannst du natürlich jetzt alles vor dem zweiten Teil machen, vor dem dritten Teil, wenn es noch einen gibt. Und wir machen die letzte Runde Toy Soldiers. Say Captain, say what? Okay, die letzte Runde. Noch 8 bis 10 Sekunden. Okay. Unsere letzten 5 Sekunden für diese Übung. Und wir haben es geschafft. Perfekt. Insgesamt wieder ein bisschen lockern. Dann nehmen wir noch so ein bisschen die Rumpfrotation mit. Einfach mal leichtes Drehen. Beuge die Beine, Bauchspannung, Po-Spannung. Drehen, 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 damit hier die Muskeln schon mal noch mal ein bisschen in der Rotation aktiv werden. So, wie fandest du das erste Training Bauch ohne Hantel, Bauchbeine, Po ohne Hantel, eher Part 1? Ich hoffe, du hast es gut überstanden. War ja nicht lange, das waren ja nur 20 Minuten. Und das ist das Gute daran, dass wir mit so kleinen, kurzen Workouts auch natürlich den Bock fett machen. So, die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, go. So, nimm beide Hände zu deinem Kopf und jetzt kommen wir zu den Sumo Legs. Wieder Sumo Ringer. Einfach mal schön öffnen und wieder zurück. Weit öffnen, tief mit dem Po und zurück. Ganz wichtig, tief kommen mit deinem Po und natürlich das Bein auch einen großen Auswurf, würde ich mal sagen. Also eine große Drehbewegung, Ausfallschritt seitlich tief mit dem Po und wieder zurück. Und natürlich schauen, dass die Arme immer hinten bleiben mit dem Ellenbogen. So, das machen wir noch ungefähr 8 bis 10 Sekunden. Jawohl. Machen wir noch mal ein paar mehr, komm. Es ist gerade so gut. Jawohl, komm, die letzte Runde. Schöne Sumo-Legs. Große Bewegung, hoch das Bein. Hoch das Bein. Halte dich nicht zurück. So, wir machen die letzten 4 Sekunden. Yeah, komm, 4, 3, 2, 1. Boah, beendet. Gut gemacht. Insgesamt lockerst du dich wieder schön nach außen und mal noch nach hinten. Und ich erkläre dir die nächsten Übungen. Die nächste Übung geht hier in die Abduktoren. Okay, das bedeutet, wir gehen tief, seitlich hoch, tief, seitlich hoch. Atme gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Tief, hoch, tief, hoch. Ich gehe in die Musik mit rein. Im ersten Teil, Bauchbeine, Po ohne Gewichte, habe ich dir ja auch erklärt, warum die Musik manchmal sehr wichtig ist. Ich kann alles ohne Musik machen, aber mit Musik ist es gleichmäßig. Es motiviert mich vielleicht auch noch ein Stück mehr. Aber das kann auch passieren, wenn die Musik einfach nur im Hintergrund plätschert und ich nicht im Rhythmus bin. So, 8-mal, 7, 6 Wiederholungen, 5. Achte darauf, dass die Zehenspitze zur Erde zeigt, die Ferse zur Decke. Und jetzt gehen wir über in 3 Wiederholungen. 4, 3, 2, 1. Geh tief.
hoch, hoch, hoch. Tief, hoch, hoch. Gib alles, komm, mach das mit, bitte. Und tief, 3, 2, 1. Tief, 3, 2. Sehr schön. Tief, 3, 2, 1. Tief, 3. Die letzten Single, 10, 9, 8 Wiederholungen, 7. Spürst du schon etwas? Wie fühlt es sich an hier in den Abduktoren seitlich? Ja, die letzten, 4 mal nur noch. Boah, der Schweiß läuft, 3, 2 mal nur noch, 1, well done, gut gemacht, alles insgesamt gelockert. Wir gehen jetzt zum Boden. Und hier nehmen wir jetzt eine Bewegung mit, die kennst du auch schon, nämlich die Walking on Sunshine. Unten durchlaufen, schön die Ferse wegschieben, ruhig atmen, Bauchspannung, Po-Spannung, alles ist hier dabei. Unten durchlaufen und atmen, ruhig atmen. Jawohl. Achte darauf, dass das Becken tief bleibt. Steige durch, eine schöne lange Wade. Und natürlich ein stabiler Bauch. Und wir machen die letzten 6 Sekunden. Ja, das wird warm. Aber es fühlt sich gut an und ich beende diese Übung. Sehr schön. Komm nach oben. Komm auch du. Mach mit. Insgesamt wieder ein bisschen lockern. Und Runde Nummer 2 nochmal Sumo-Legs. Beide Hände nochmal hierher und schau, was ich jetzt hier mache. Ich gehe in den Sumo-Leg, berühre den Boden und gehe zurück. Sumo-Legs, Boden berühren. Ich zwinge also meine Beine, tiefer zu gehen im Po. Mehr Arbeit für die Beine, weil der Po tief gehen muss, sonst komme ich ja nicht an den Boden. Sehr schön. Atme gleichmäßig durch die Nase ein, Mund aus. Das sieht gut aus bei uns. Wie geht's dir zu Hause? Alles klar? Ja, 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 wunderbar. Komm, halte durch. Du weißt, für was es ist. Ich hab's vergessen eben. Aber jetzt wieder. Komm, Boden berühren. Ja. Yeah. Fühl auch mal den Unterschied, wenn du den Boden nicht berührst, so wie wir das im ersten Durchgang gemacht haben, oder wie es im zweiten ist jetzt hier. Boden berühren und noch 8 Sekunden für diese Übung. Sehr schön. 4 Sekunden. Und ich würde sagen, Ende Gelände mit dieser Übung. Bah! Gut gemacht. Sehr schön. So, wieder ein bisschen lockern insgesamt. Zweite Runde noch einmal seitlich. Abduktoren, du erinnerst dich? Okay. Und zwar gehen wir jetzt hier locker, tief, hoch. Gehen wir ein bisschen in die Martial Arts Richtung. Hier einmal die Kampfstellung hier oben. Und heben, heben, heben. So, jetzt schauen wir, was ich hier mache. Ich gehe hoch, halte das Bein, mache 8, 7, 6. Nicht allen rumfallen, 4. 3, 2, 1 und wieder tief. Wieder hoch und 8, 7, 6, 5. Nimm die Arme in die linke Seite. 4, 3, 2, 1. Ellenbogen auf die Knie. Wieder hoch und 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wieder tief. Ellenbogen auf die Knie. Komme hoch und es geht. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm wieder tief. Wir verkürzen das auf nur noch 4. Du bist dabei. 4, 3, 2, 1. Und wieder tief. Hoch. Und wir haben nur noch 4, 3, 2, 1. Und die letzte Runde nochmal. 8 mal. 7. 6, 5, jetzt müsstest du deine Seite spüren, 4,
Wir haben nur noch 3 und die 2 und die 1. Well done. Perfect. Komm, wieder ein bisschen lockern und wir kommen noch einmal runter zum Boden für unsere Runde. Walking on Sunshine. Los geht's. Walking on Sunshine, baby. Oh. Yeah, come on. Einmal richtig schön durch. Boah, boah, boah. Alright, das machen wir nicht mehr so lange. Nur noch mal kurz den Reiz setzen. Ja, der Schweiß läuft. Wie sieht's bei dir zu Hause aus? Ist das genauso oder anders? Noch 10 Sekunden für diese Übung. 10 Sekunden für diese Übung. Du bist dabei? Und jetzt hast du nur noch 5 Sekunden. 4. Nur noch 3. Die 2 und die 1 beenden. Sehr schön. So, wir gehen jetzt wieder in die Rückenlage. Beine aufgestellt. Okay, du bist bereit? Beide Hände zum Kopf. 3 Stufen. Hoch, höher, ganz hoch, tief. Hoch, höher, ganz hoch, tief. Hoch, höher, ganz hoch, tief. Tief. Sehr schön, komm. 3 Stufen hoch und wieder tief. 3, 2, 1. Spür den Bauch. Hoch, höher, ganz hoch, tief. Hoch, höher. Okay, nimm mal die Single mit. Komm, du nicht. 8 Wiederholungen. 7, Single. 6. 5 mal nur noch. 4. 3 haben wir, die 2. Gib mir nochmal die 3 Stufen, komm. Und 3, 2, 1, Single. 4, 3, 2 und nochmal die 3. Hoch, höher, ganz hoch, Single. 4, 3, 2, das machen wir noch ein bisschen länger. 3 mal, 2, 1, komm mit. Und 4, 3, einen letzten Durchgang. 3, 2, 1, Single, 8 mal, 7, bleib dabei, 6, 5 haben wir nur noch, 4 Wiederholungen, 3 mal, nur noch 2 und die 1, perfekt, ein bisschen lockern, komm hoch, sehr schön, im Sitzen nehmen wir einfach mal ganz leicht unsere Rolling Plankings mit. Arme seitlich, du gehst tief, ganz ablegen, hochkommen in den Sitz, schauen, ob die Wirbelsäule funktioniert, runter, wieder aufrollen, immer schauen, ob die Wirbelsäule funktioniert, das machen wir einfach, um mal noch so ein kleines bisschen hier, kleines bisschen die Wirbelsäule zu bewegen und das machen wir noch 4 Wiederholungen. Kommst du locker, flockig, geschmeidig hier nach oben und nach unten? Wie sieht's aus bei dir zu Hause? Okay, sehr schön, die letzte Runde. Und ich bleibe jetzt auch gleich tief, drehe mich zu dir. So, was machen wir hier unten am Boden? Nimm jetzt den unteren Arm hier, stütze deinen Kopf, okay? Stütze dich hier mit dem oberen Arm vorab. Und jetzt zeige ich dir die Übung. Du gehst von hier aus hoch, ranziehen, hoch, umgekehrt, hoch und runter. Das ist die Bewegung. Also schön hoch und runter, hoch und runter. Schau, dass deine Halswirbelsäule gerade bleibt bei dieser Übung. Du siehst, meine Hand ist in dem tieferen Bereich. Schön hoch und wieder tief. Ruhig atmen, durch die Nase ein und aus. Hoch, ranziehen, lang machen. Und das Ganze geht jetzt umgekehrt. Schau, was ich hier mache. Ich habe es dir vorhin gezeigt. Hoch und tief. Ran, hoch und tief. Ran, hoch und tief. Ja, das wird nochmal anstrengend hier. Ist aber auch eine sehr, sehr tolle Bewegung. Wie schon gesagt, es gibt Übungen, da kann man einfach gar nicht mit Gewicht arbeiten. Deswegen gibt es auch Bauchbeine Po heute ohne Gewicht.
Zero Nada Gewicht. Aber dafür Übungen, die es in sich haben. So, wir machen die letzten 8 bis 10 Sekunden. Okay. Und wir haben nur noch 5 Sekunden für diese Übung. Und das Ganze beenden wir. Komm erstmal locker hier in den Kniestand. Bisschen die Schulter rollen. Aus dem Kniestand gehen wir gleich rüber in den Plankstütz. Und zwar im Plankstütz mit einer leichten Rolle in deinem Becken. Hier, schau mal. Füße zusammen. Und jetzt rollst du mit deinem Becken ganz leicht von einer zur anderen Seite. Atme gleichmäßig. Durch die Nase ein und aus. Komm. Wir sind im Teil 2 von Bauch, Beine, Po ohne Gewichte, Zero Nada Gewichte, so wollte ich sagen. Keine Gewichte, außer das eigene Körpergewicht, wenn es sein muss. Und noch ungefähr 15 bis 20 Sekunden rollst du mit hier. Roll schön über die Seite. Rollen, 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 rollen. Perfekt. Okay. So, wir machen die letzten 8 bis 10 Sekunden für diese Übung. Wie sieht's aus bei dir? Du bist dabei, komm, 8 bis 10 Sekunden diese Übung. Boah, der Schweiß läuft, aber richtig, so muss es sein. Und du hast nur noch 4 Sekunden, 3, nur noch 2, nur noch 1, perfekt. So, komm jetzt wieder bitte in den Ellenbogenstütz auf die Seite, die wir eben schon hatten. Wir lagen ja eben am Boden und jetzt sind wir im Ellenbogenstütz. So, ganz lang machen. Hoch mit dem Ellenbogen, mit dem Körper. Unteres Knie angewinkelt, hoch mit deinem Körper. Oben ist hier der Arm. Okay, und jetzt schauen wir, du gehst mit dem Ellenbogen ans Knie und wieder in die Länge. Ans Knie und wieder in die Länge. Schön. Und wieder ranziehen. Und wieder zurück. So, wenn du möchtest, kannst du aber auch hier vorgehen, Fuß berühren und zurück. Berühre mit deiner Hand den Fuß. Schau, was ich hier mache. Ich bin oben, ich werde rund und gehe wieder zurück. Ich werde rund, gehe zurück. Komm, deine letzten 20 Sekunden für diese Übung. Also 15 bis 20 Sekunden hast du noch für diese Übung. Holy moly. Jetzt sind es nur noch 10 Sekunden. Komm, bleib dabei. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch alles auf die andere Seite. Das ist noch ein Haufen Holz, aber yeah, wir sind dabei. Und die letzten 4 Sekunden für diese Übung. 3, 2, 1. Spitze, gut gemacht. Auf die andere Seite, komm. So, du erinnerst dich. Ablegen. Und Kopfstützen. Sehr schön. Und jetzt erst einmal hier hochkommen und lang werden. Du siehst meinen Kopf, der ist relativ weit unten. Ich mache das nur so ein kleines bisschen höher, so dass der Kopf in der Halswirbelsäule sich gut anfühlt. Und hochkommen und wieder in die Länge. Hochkommen und in die Länge. Du siehst auch hier, es ist relativ langsam, gleichmäßig, nicht zu schnell. So, und ich würde sagen, es ist Zeit, die Richtung zu ändern. Komm, wechseln. Jawohl. Schön lang machen das Bein und dann wieder in die Tiefe. Ranziehen und wieder hoch und in die Tiefe. Oh mein Gott, also ich sag ja, ohne Gewichte zu trainieren ist auch manchmal echt heftig. Du weißt auch hier schon, du hast es gemerkt, man muss viel größere Bewegungen machen. Und dann natürlich ist das Gewicht sozusagen das Körpergewicht. So, wir machen unsere letzten 15 Sekunden für diese Übung. Aber es tut einfach nur gut. Und jetzt haben wir nur noch 8 bis 10 Sekunden. Bleib dabei, komm, du bist dabei. Es ist unser Workout zusammen. Und wir machen die letzten 5 Sekunden.
Und hiermit ist diese Übung beendet. Sehr schön. So, weiter geht's mit der nächsten Übung. Du erinnerst dich, wir waren hier auf dem Ellenbogen. Okay, unteres Bein angewinkelt, hoch mit deinem Booty, mit deinem Körper. Okay, so, und der obere Arm ist hier. Entweder gehst du mit dem Ellenbogen an das Knie, so wie ich es hier jetzt mache, oder du streckst wieder den Arm oben und jetzt gehst du an den Fuß, an die Fußspitze. Sehr schön. Jawohl. Hier machen wir noch ungefähr 20 Sekunden für diese Übung. Okay, es sind nur noch 10 Sekunden. Bleib dabei, komm richtig schön hoch mit deinem Becken und deine letzten 5 Sekunden. Und ich habe hier die Reihenfolge ein bisschen geändert. Ich glaube, du hast das gemerkt, aber das ist bewusst auch gemacht, denn wir kommen jetzt hier wieder in den Plankstütz. Im Plankstütz wieder abstützen und hochkommen mit dem Po. Du siehst, das sind einmal die Rainbow Planks. Schön in die Seite, andere Seite. Die Füße bleiben, wenn es geht, zusammen. Schönes Schieben. Ja, wir sind auch hier in dieser Einheit jetzt schon wieder am Ende. Das geht so schnell vorbei. Aber gut, so ist es. Wir haben ja, wie gesagt, den ersten Teil Bauch, Beine, Po ohne Zero Nada Gewichte und jetzt den zweiten Teil. Sehr schön. Wir haben einiges gemacht, was sehr anstrengend war. Die letzten 15 Sekunden von dieser Übung. Okay. 8 Sekunden nur noch. Oh, gib alles, jawohl. Noch 4 Sekunden für dich. Und du hast jetzt nur noch 4, 3, 2, 1. Bam. Diese Einheit ist beendet. Komm nach oben. Und auch hier wieder lockern. So. Ja, ich sage dir, es ist einfach wirklich anstrengend. Öffne deine Beine weit und dann kommen wir erstmal locker Seite zu Seite. Jawohl. Ruhig atmen, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Perfekt. Okay. Und jetzt bleiben wir mal in der Seite, so ein bisschen federn. Noch 4, die 3, nur noch 2 und die 1. Andere Seite, komm. Und tief. Schön tief hoch. Jawohl, noch 4, die 3, die 2, die 1 und wieder wechseln. Sehr schön. Beine insgesamt wieder lockern. Atme tief ein und aus. Okay, und alles lockern, was noch ein bisschen verspannt ist für dich. Das war der zweite Teil, Bauch, Beine, Po, Zero Nada ohne Gewichte. Mein Name ist Thomas Meiner, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, wie du auch schon weißt, darfst du mich gerne abonnieren, damit du auch noch mehr von mir mitbekommst, weil einige Videos stelle ich rein nur für Abonnenten. Und wenn du ein Abonnent bist, dann kriegst du alles mit. Und da wird es in der nächsten Zeit vielleicht noch einiges Heißes geben. Und ja, ich sage adios, bye bye, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.